herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Willkommen zurück bei meinen Herbst-Vlogs. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir wieder die nächsten Tage gemeinsam verbringen werden. Ich, ihr habt es schon gesehen, sitze hier schon seit einiger Zeit und bin dabei, meine Herbst-Bucketlist zu schreiben. Das ist auch gleich unser Thema. Ich liebe ja Listen. Also ich bin der größte Listen-Fan, den es gibt. To-Do-Listen, Einkaufslisten, Erledigungslisten, alles gehört auf Listen. Ich finde das einfach so toll und ich liebe es einfach dann Sachen abzustreichen. Es können auch kleine Erledigungen sein und das ist auch hier Bestandteil der Hello Fall Bucket List, die ich gerade geschrieben habe. Das sind viele ganz, ganz ja, nette Dinge, die man nebenbei erledigen kann, für die man jetzt nicht unbedingt ein ganzes Wochenende Zeit braucht. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich nicht überfordert mit einer, ja, Bucketliste. Solche saisonalen Bucketlisten führe ich eigentlich schon seit 2019 und ich glaube 2018 habe ich das erste Mal mit einer Sommerbucketlist angefangen. Das mache ich einfach jedes Jahr für jede Jahreszeit, für den Frühling, für den Sommer, für den Herbst und für den Winter. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Jahreszeiten. Ich liebe einfach dieses Saisonal. Ich zelebriere das sehr gerne. Mir helfen solche Jahreszeiten auch dabei, dass ich sage, hey, ich lebe mehr im Moment, ich lebe mehr fokussiert, ich freue mich auf die kleinen Dinge, wie zum Beispiel eine Duftkerze. Oh, die ist ein bisschen heiß. Duftkerzen mit diesem unverkennbaren, herbstlichen Geruch. Ich mag es gerne auch wieder saisonal zu essen. Ich bin vielleicht ein bisschen früh dran, aber ich habe schon ein paar Mandarinen mit Apfel. Habe hier meine selbstgemachte Marmelade, unsere Herbstmarmelade. Also das sind so Kleinigkeiten, auf die kann ich mich freuen. Die verzaubern mir den Alltag und eben hoffentlich auch euch. Deshalb mache ich hier diese Videos, damit ich euch ein bisschen mitnehmen kann, damit ich euch inspirieren kann. Und so soll das jetzt auch mit dieser Herbst-Bucketlist sein. Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese Liste. Ich erzähle euch mal ein paar Dinge, die ich vorhabe in den nächsten Wochen. Da ist auch ein bisschen Halloween schon dabei, bevor es dann eben zum Winter geht, also Richtung Weihnachten. Starten wir also mal mit der Bucketlist. Ich habe hier in meinem Bullet Journal, da möchte ich eigentlich auch noch einen Vlog dazu machen, wie schaffe ich das nie, einfach eine Doppelseite hergenommen, habe hier ein bisschen was gemalt und habe einzelne Punkte aufgelistet, die ich gerne umsetzen möchte, darunter zum Beispiel, und das passt hier gleich mit dem Kaffee, den ich mir in der Früh gemacht habe, einmal PSL-Sirup selbst kochen, das haben wir schon im letzten Vlog gemacht, da gibt es das Rezept für diese Pumpkin Spice Latte, heute habe ich sie mit Mischung gemacht, also ja, PSL gehört einfach dazu, das Rezept findet ihr eben im letzten Weekly Vlog, Weekly Vlog 101 müsste das sein, ich verlinke ihn euch oben oder unten, dann habe ich auf meiner Liste eine Herbst-Playlist erstellen, die möchte ich dann auch noch mit euch teilen, neue Herbst-Outfits kaufen. Ja, ich liebe die Herbstmode. Ich bin jetzt auch schon so in diesem Transition-Mode. Also dementsprechend habe ich heute einen Jeansrock vom Sommer an, aber schon dieses Kringel-Shirt, dazu eine Lederjacke und Converse. Also wir kommen hin, ab morgen soll es uns in Österreich auch endlich weniger, also um die 20 Grad haben, 18, 20, 21 und nicht mehr 27 Grad. Ja, das bringt natürlich auch noch mehr Herbststimmung, wenn es draußen nicht so warm ist und so sommerlich heiß. Ich möchte mit euch auch Outfit-Ideen teilen, also da kommt auch noch ein Video dazu. Dann möchte ich sehr gerne noch ein Outdoor-Picknick machen, ein herbstliches. Was haben wir hier noch? Filmabende daheim mit der Familie, die gehören natürlich dazu. Ebenso auch Harry Potter schauen, das ist auch ein Punkt. Einen Kürbishof möchte ich besuchen. Eine Wein- oder Sturmverkostung. Eigentlich haben wir die Weinverkostung aber schon letzte Woche gemacht, also bei der Genussmeile waren. Also könnte ich diesen Punkt ja tatsächlich schon abhaken. Wenn es dann etwas kühler wird, möchte ich natürlich auch mal Glühwein kochen. Dann Crumble backen und Apfelstrudel, das habe ich fürs Wochenende vorgenommen. Hokus Pokus 2 kommt am 30. September auf Disney Channel, der neue Hokus Pokus. Also absoluter Lieblings-Halloween-Film. Und ich finde, er ist so grandios und ich weiß nicht, wie der neue Teil wird. Der erste Teil braucht nicht getoppt werden. Aber ob der zweite Teil mithalten kann oder ob dann alles ein bisschen anders wird, ja, lassen wir uns überraschen. Also steht auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich Hokus Pokus 2 unbedingt schauen möchte. Dann haben wir hier ein neues Waffeleisen ausprobiert. Ich zeige euch dann gleich, welches Waffeleisen ich mir um ein horrendes Geld bestellt habe. Aber es ist ein Kürbiswaffeleisen und man bekommt Kürbiswaffeln. Muss ich noch mehr dazu sagen? Nein. Des Weiteren möglichst viel mit Kuscheldecken, Kuscheln und Kuschelsocken anziehen. Halloween-Süßigkeiten wieder verkosten. Die liebe Tamara schickt mir wahrscheinlich wieder ein Halloween-Candy-Paket und dann werden wir Bernd Flocktober wieder US-Candy verkosten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Halloween dekorieren natürlich, das mache ich in 2 Wochen. Garten und Haus dekorieren, das habe ich eigentlich schon erledigt, den Garten aber noch nicht. Herbstbücher lesen, Kürbisrezepte, süße und herzhafte.
ich möchte das Kürbisrisotto noch machen, ich möchte Kürbiswaffeln machen, ich möchte noch, das steht noch auf meiner Liste, Kürbischili, also ganz viel mit Kürbis kochen, solange es Kürbis gibt. Dann möchte ich auf ein Pumpkin Patch, das mache ich im Floktober wieder. Ich denke, das wird das erste Floktober-Video sein, wo wir wieder auf dem Kürbis, also nicht Kürbishof, sondern wirklich zum Kürbisbauern fahren und Kürbisse gemeinsam einkaufen. Ganz viele Waldspaziergänge, neue Duftkerzen kaufen, buntes Laub sammeln und Laub pressen. Dauert noch ein bisschen, aber da freuen sich meine Kinder und ich auch schon drauf. Dann habe ich hier Do-it-yourself-Projekte fürs Haus, also dekorieren. Viele heiße Bäder und entspannen. Herbst- und Halloween-Türmatten, Lagerfeuer im Garten noch machen mit leckeren S'mores, dazu Drachen steigen lassen, wenn es geht, ein Haunted House besuchen, das machen wir wahrscheinlich dann kurz vor Halloween im Family Park. Eine Nachtwanderung mit den Kindern möchte ich machen, das habe ich ganz neu auf der Liste, aber das stelle ich mir ziemlich cool vor, wenn es dann schon ein bisschen kühler wird und wenn wir dann mal am Wochenende vielleicht mit Taschenlampen draußen rumspazieren. Neue Kaffeerezepte ausprobieren, da habe ich ja schon zwei ausprobiert, einmal den Apple Crisp Macchiato, da gibt es auch einen Vlog dazu und eben die Pumpkin Spice Latte. Ich möchte aber noch ein paar andere Rezepte probieren. Gilmore Girls Rewatch, ganz klar, dann Regenspaziergang mit meinen neuen Hunter Boots, wäre auch ganz nett, mal wenn es regnet, einen Herbststrauß möchte ich binden. Dick eingepackt mit Coffee to go, einen Spaziergang, mal am Vormittag, wenn ich die Kinder in die Schule gebracht habe, vielleicht mit einem Kaffee machen und wenn es dann schon so richtig schön kühl und angenehm ist draußen hier spazieren, gibt es auch ein paar Felder in der Gegend, dass ich vielleicht da ja einfach mal ein bisschen losziehe, bisschen, ja, frische Luft, bisschen frische Luft und Energie tanken, dann möchte ich schon Adventkalender besorgen. Man könnte jetzt meinen, ich bin früh dran, dass ich am 9.9. über Adventkalender spreche, aber, oder es hat der 8.9. Aber die gehen weg wie warme Semmeln und ich möchte unbedingt wieder den Lush Adventkalender, der ist so, so toll, den möchte ich sehr, sehr gerne wieder haben. Dann neue Herbstpyjamas tragen, vor dem Kamin kuscheln, Halloween feiern, ganz klar. Städtetrip und eine kleine Auszeit, das machen mein Mann und ich nächstes Wochenende. Da sind wir in Österreich ein bisschen unterwegs. Und Spa-Days zu Hause, also wirklich entspannen, Gesichtsmaske und zur Ruhe kommen. Das steht alles auf meiner Herbstliste. Ihr seht, es sind viele Dinge, die vor allem zum Wohlfühlen, zum Runterkommen, zum Entspannen, zum Gemütlichmachen einladen. Und genau das macht der Herbst für mich eben aus. Dieses ja, wieder sich sammeln, wir sind im Sommer so viel unterwegs, wir können im Herbst endlich wieder ein bisschen runterkommen und uns zu Hause gemütlich machen, das finde ich eigentlich richtig schön. Ich liebe den goldenen Herbst und ich denke, wir werden ihn dieses Jahr wieder haben. Viel Sonne, so wie jetzt gerade auch. Ja, viel Zeit trotzdem noch drinnen und draußen nutzen, bevor es dann eben richtig kalt und schmuddelig wird im November herum. Ja, da freue ich mich drauf. Ich esse jetzt mal mein Brot. Und dann melde ich mich gleich wieder bei euch, wenn wir gemeinsam das Kürbisrisotto machen. Und die Halloween-Deko, die zeige ich euch natürlich auch noch. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal die Lucky im Gewächshaus erwischt. Lucky! Was machst du denn da? Lucky? Lucky, komm raus! Ich muss nachher auch nach hinten gehen und ernten. Ich brauche nämlich ein paar Tomaten auch fürs Risotto. Werden wir danach nehmen. Lucky! Was machst denn du da? Ja, Mäuschen! Im Haus, das habt ihr letztens schon gesehen, habe ich bereits für Herbst dekoriert. Da liebe ich einfach diese gelb-orange-roten Farben, wie man es auch hier bei dem Laub sieht. Und ich mag es auch, wenn die Sonne so richtig schön reinstrahlt. Das ist richtig, richtig fein. Ja, jetzt, wie gesagt, mal frühstücken und dann gehen wir gleich gemeinsam in die Küche. Die frischen Tomaten aus dem Gewächshaus liegen jetzt schon bereit für unser Risotto und anders als beim normalen Risotto verwende ich einen Basmati-Reis. Das liegt daran, dass ich diese schlotzige Konsistenz von einem Risotto nicht mag, also es ist eigentlich ein Risotto, aber halt mit anderem Reis. Ihr könnt das gerne genauso mit einem Risotto-Reis machen. Ich verwende halt so einen, das ist ein feiner Basmati-Reis, wo rote Linsen dabei sind und auch schon Quinoa. Den Kürbis habe ich bereits vorab klein geschnitten, das seht ihr dann gleich in der Einblende, ist keine Hexerei dabei. Ja, das ist ein halber Hokkaido-Kürbis
Und der ist eben ganz klein gewürfelt. Dazu möchte ich bunte Karotten reinschneiden, auch ganz klein oder ganz fein hackeln. Ein bisschen Tomate kommt rein und es kommt auch Tomatensauce rein, weil die habe ich noch angebrochen. Ich dachte mir, das passt auch ganz gut. Da haben wir schon die Gemüsebrühe und eine Zwiebel. Dazu natürlich auch noch Parmesan, Salz, Pfeffer und das soll es dann eigentlich grundsätzlich sein. Diese Variante habe ich noch nie ausprobiert. Ich dachte mir, ich mache was Neues mit euch und werde jetzt dann gleich mal loslegen, würzen. Waschen, schneiden, rühren, würzen. Und dann kochen wir gemeinsam ein Kürbis-Karotten-Tomaten-Risotto. Ja, so sollte es hinkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende super lecker schmeckt. Und vielleicht ist es ja für euch auch genau das richtige Rezept fürs kommende Wochenende bzw. für die nächsten Tage. Ich zeige euch jetzt noch ganz geschwind einen kleinen Halloween-Haul, den ich bei TK Maxx besorgt habe. Ich war gestern noch mal ganz kurz, ihr wisst, ich bin da so eine Schnäppchenjägerin, man muss einfach mehrmals die Woche bei TK Maxx vorbeischauen und habe noch ein paar richtig, richtig coole Halloween-Sachen ergattert. Im letzten Vlog beim Thema Getting Autumn Ready habe ich euch ja schon ein paar coole Glasbehälter für die Küche vorgestellt und gestern habe ich dann noch das hier gefunden mit so orangen Sprenkeln drauf, finde ich richtig schön, das Spinne. Ich glaube, das ist voll cool für Cookies oder so Sachen, wenn wir Halloween-Cookies backen. Fand ich ganz nett. Dieser Kanister, steht auch wirklich Kanister drauf, hat 9 Euro gekostet. Dann habe ich noch Shotgläser von Chilling Treats, die haben 9,99 Euro gekostet, das sind 6 Stück Shotgläser mit unterschiedlichen Sprüchen drauf, zum Beispiel It's Just a Bunch of Hocus Pocus oder Black Widow Cobweb Stew, also sowas in dieser Richtung. Dann habe ich für die Küche, ich sehe das immer bei den ganzen amerikanischen und britischen Vloggern, die haben in der Küche neben dem Herd so einen großen Löffel aus Keramik liegen und da legen sie dann den Kochlöffel oder eben Sachen, mit denen man in der Pfanne rührt und den Kochtopf rührt, drauf, damit das nicht im Topf drinnen bleibt, aber auch nicht die Küche ankleckert. Ich habe sowas jetzt auch für Halloween. Also das ist das Erste, was mir richtig gefällt. Es gibt hier verschiedene Designs schon etwas länger bei TK Maxx. Der hat 4,99 Euro gekostet. Das ist so ein großes Ding, das lege ich mir neben dem Herd hin und da kann ich dann immer den Kochlöffel und so rauflegen. Ich finde einfach für jedes Produkt einen Zweck, wenn ich es haben möchte. Dann haben wir hier noch eine Kerze, Pumpkin Woods, oben mit Jack-O-Lantern von Sand & Fog. Ist ja meine Lieblingskerzenmarke, habe ich euch schon so oft gesagt, ich glaube, das muss euch schon langweilen. Und dann auch noch einmal Badetücher. Ich habe schon so viele Badetücher, aber das fand ich richtig gut. Also Handtuch eigentlich, so ein kleines Handtuch. Nämlich It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Yay, da freue ich mich sehr drauf. Also das gebe ich jetzt wieder rein. Dann habe ich noch von einer Freundin ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekommen, über das ich mich sehr freue. Das hat sie gekauft, deshalb ist auch kein Preis drauf. Nämlich von Ray Dunn, ich kann es nie aussprechen. Ich habe diese kleinen Gläser und jetzt habe ich große Stielweingläser mit Good Witch und Wicked Witch. Das sind solche Gläser, finde ich richtig cool, auf die freue ich mich schon. Also wie gesagt, das war ein Geschenk. Ich habe dann aber noch im Zweck der gemeinsamen Zusammenarbeit mit TK Maxx, da gibt es schon ein Reel bei Instagram, ich kann euch das hier auf der Seite, hier oder hier auf der Seite zeigen. Ich war bei TK Maxx einkaufen, wisst ihr ja, und habe Halloween-Deko gekauft und gemeinsam mit TK Maxx habe ich zusammengearbeitet. Der Einkauf hat mehr ausgemacht als das Budget, also ich habe so einen Einkaufsgutschein bekommen, aber ich habe das ein bisschen überschritten, aber ihr wisst ja, ich kaufe ständig dort ein, also ja. Hab aber mega gut Halloween-Bettwäsche. Ist die nicht cool? Die leuchtet in der Nacht. Ah!
Mein Mann wird sich fragen, ob ich verrückt bin. Die kann mir. Die kommt in unser Schlafzimmer, kommt nicht ins Kinderzimmer. Und zwar Daydream Bedwear Glow in the Dark mit Katzen und Monden und Sternen. Mega. Zweimal. Voll cool. Und dann eigentlich nur so Kleinigkeiten. Einmal für die Lucky. Ein Fledermaus-Spielzeug. Und da steht drauf. Und dann habe ich noch eine Kerze. Fortune Foretold mit so einem Mond hinten drauf. Dürfte auch Radiator. Nein, DW Home tatsächlich. Obwohl es vom Design her ein bisschen Rare Done erinnert. Und dann habe ich eigentlich nur Papierwaren. Die gab es auch bei TK Maxx. Und das finde ich mega cool für die Halloween-Party. Und für meine Fotos kann ich das brauchen. Unter anderem, aber die kann man eigentlich schon, die könnte ich eigentlich jetzt dann schon aufhängen. Da bin ich zu spät dran. Von Hootibaloo eine Pumpkin Spice and All Things Nice Pumpkin Girlande. Die sind so foliert. Die hat 2,99 Euro gekostet. Dann um 2,99 Euro mega cool. So ebenfalls von Hootibaloo ein Black and Orange Streamer Backdrop. Wow, schwierig zum Aussprechen. Also so Schnüllzeug. Dann meine Fledermäuse. Ihr wisst ja, dass ich immer Fledermäuse zu Halloween dekoriere. Das ist so eine Girlande. Ich möchte dieses Jahr, glaube ich, nicht die Fledermäuse einzeln aufkleben. Das ist nämlich so eine Arbeit, die nach Halloween wieder runterzukriegen. Ich mache das manchmal mit diesem, wie heißt diese Marke? Mit so einem Fotokleber, also mit so einem, wie, was man so wie ein Kaugummi machen kann. Oder es gibt eigene Wand. Sticker, aber manchmal ist das echt ein Wahnsinn, das wieder runterzukriegen. Und deshalb dachte ich mir, glaube ich, werde ich dieses Jahr eher auf solche Girlanden setzen. Ich muss mal schauen, wie ich dann dekoriere. Aber das sind drinnen, also die haben jeweils gekostet 8,99 €. Ebenfalls von Hootibaloo. Die sind Black Glitter. Und wie viel sind das? Steht da so. Ich hoffe es. Ist das nur eine Girlande oder sind das mehrere? Schauen wir jetzt rein. Nein, das sind zwei. Zwei Girlanden. Ah, cool. Das heißt, ich habe vier. Passt perfekt, finde ich. Das heißt, ich habe vier solche Girlanden. Und was ich total cool finde, das habe ich gar nicht gesehen, als ich es eingekauft habe, dass ich alles von einer Marke gekauft habe. Sowas ist nie schlecht, dann passt halt alles auch irgendwo zusammen. Dann, okay, das ist alles von Hootibaloo, sehr cool. Eine Happy Halloween Girlande um 2,99 €, die kommt dann natürlich an Halloween für unsere Party raus. Und auch noch so ein Woo-Balloon, den werde ich schon ein bisschen früher vielleicht dekorieren, vielleicht schon in den Herbstferien so mal schauen. Und ebenfalls von Hootibaloo um 1,99 €. Also ich finde das ein richtiges Schnäppchen, denn die Sachen würden normalerweise kosten 5 Euro, 4 Euro. Also das ist schon nicht schlecht. Das war so mein Halloween-Haul. Ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, dass es der finale Halloween-Haul war, weil ich werde bestimmt nochmal bei TK Maxx vorbeischauen. Ich weiß, einige von euch haben geschrieben, dass sie sich ein bisschen schwer tun, weil TK Maxx vielleicht weiter weg ist. Das ist dann natürlich blöd. Aber wir haben halt sonst nicht wirklich viel Deko-Stores bei uns in Österreich. Also wo ich wirklich sowas herkriege, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wir sind Deutschland, wir sind in der Schweiz. Ich weiß ja, in England gibt es auch Home Goods, wo es auch viele Sachen gibt. In Amerika ist TK Maxx ja TJ Maxx und da gibt es auch Target und so weiter. Ich meine, Amerika ist ein ganz anderes Thema. Ich bin irgendwie doch ganz froh, dass ich nicht in Amerika lebe zu dieser Jahreszeit, weil ich wäre wahrscheinlich bankrott. Ich würde nur einkaufen. aber so macht es halt auch Spaß. Immer so kleine Schätze zu sammeln und so Kleinigkeiten und sich durchzuschauen. Ich glaube, es ist halt auch wirklich für jeden was dabei, gerade bei TK Maxx. Ja. Und ich mag, dass das halt alles ein bisschen so amerikanisch ist von der Deko. Weil ja auch viele Produkte gerade von Martha Stewart also aus Amerika sind oder eben englische Firmen und das ist wirklich, wirklich nett. Ich bringe das jetzt in den Keller runter und freue mich. In zwei Wochen wird dekoriert. Am 23. möchte ich dekorieren. Also am Herbstbeginn. Passend. Thank you.
bin ich wieder und melde mich aus dem Schlafzimmer, weil ich mich verabschiede. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich den Vlog noch bis morgen, also bis Wochenende ziehe, aber wir haben jetzt schon so viel miteinander gemacht. Also das Kürbissoße gekocht, ich habe euch meinen Halloween-Haul gezeigt und die Bucketlist. Und ich denke, ich lade den jetzt, also ich mache das, ich lade ihn jetzt gleich hoch, weil dann habt ihr was davon, dann könnt ihr das Kürbissoße am Wochenende vielleicht schon nachmachen. Und vielleicht bringt euch die Herbst-Bucketlist, also meine Aktivitäten und Dinge, die ich gerne machen möchte, auch ein bisschen Inspiration. Und dementsprechend geht dieses Video jetzt schon live und ich werde morgen einfach den nächsten Weekly-Vlog starten. Dann wird es kuschelig, gemütlich, ich möchte ein bisschen ausmisten, bisschen so nicht Spring Clean, sondern Fall Clean, Autumn Clean, Herbst reinigen, ausmisten. Bin gerade die Stufen raufgelaufen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt noch schnell verabschieden, bevor ich das Video jetzt eben fertig schneide. Ja, danke fürs Reinschauen, wie immer. Mir geht der Akku gleich aus. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich freue mich über eure Kommentare, über euer Like. Wir sehen uns ganz bald wieder. Es ist gerade abgebrochen. Ich hoffe, ja, okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Yay! Yeah.